Franz Kronbeck, Das Wesen der Seele. Aus Das verratene Wort, von den Quellen des Seins und der Geschichte ihrer Verschüttung. Der Ort der Entscheidung für oder gegen das Wort ist die Seele. Die Seele ist der eigentliche Ort des Wortes, der Ort, wo das Wort empfangen wird, der Ort der Herrschaft der Liebe, aber auch jener Ort, in den der Verrat eindringt, sodass das Wort keinen Platz mehr hat und die Angst sich einnisten kann, denn nichts kann zerstört werden, außer dadurch, dass ihm seine Gestalt genommen würde, denn das Sein folgt immer auf die Gestalt. So sagt es uns Thomas von Aquin. Die Gestalt gibt das Sein. Wo das Wort ausgeschlossen ist, sodass keine Gestalt mehr ist, geht auch das Sein verloren. Das bedeutet, dass der Mensch in dem Maße, als er vom Wort abfällt, die Welt aus der Vollkommenheit des Seins herausnimmt und sie dem Nichts näher rückt. Die Seele hat ihren Sitz im Herzen, welches auf direktestem Wege den Urgründen des Seins verbunden ist. In ihm bekommt das Sein der ganzen Welt einen Widerhall, denn im Herzen ist der tiefen Sinn für alles, was ist. Alle Dinge wollen im Herzen gewogen und für wert befunden werden, ja mehr noch, die Dinge haben von sich aus einen Drang zur Nähe der Menschen und sie wollen in das Innerste des Menschen kommen, denn das menschliche Herz ist einer Verwesentlichung der Dinge, die ins Äußerliche gefallen sind, fähig, spricht sich doch in ihm von jeher der erste Anfang aller Dinge aus. Das Herz ist die leibliche Ausprägung der innersten Sinnmitte der Person. Es ist der Sitz der Seele, der Ort also, wo das Wort, das von Gott her und vermittelt durch die Gestalten der Welt an den Menschen ergeht, gehört wird. Die Grenzen der Seele wirst du nicht finden, auch wenn du alle erdenklichen Wege gehst. Einen so tiefen Logos hat sie. Was Heraklit hier mit Logos meint, ist die Herkunft der Wesenheit und, so sagt er, die Herkunft des Wesens der Seele gründe in einer solchen Tiefe, dass sie unmöglich gefunden werden könne. Das will sagen, dass die Seele kein Teil der Erscheinungswelt ist, sondern dass sie in jenen Bereichen wurzelt, die noch vor aller konkreten Erscheinung liegen. Dementsprechend sagt Platon, sofern wir ein Gewächs sind, das nicht in der Erde, sondern im Himmel wurzelt, denn indem dort, wo die Seele ihren Ursprung nahm, das Göttliche unser Haupt und unsere Wurzel befestigt, richtet sie den ganzen Körper nach oben. Den Worten Platons folgend wäre das Himmlische jener Bereich, in dem die Seele tatsächlich und nicht nur literarisch ihre Heimat hat. Die Seele vermittelt dem Menschen jene ewigen Seinsbezirke, aus denen sie hervorgegangen ist. Sie verbindet das Ewige und Himmlische mit der irdischen und zeitlichen Ebene unseres Daseins. Analog zu dem, was in der Schöpfungslehre über das Wesen des Personalen und über das Verhältnis zu Gott gesagt wurde, kann man die Seele als jene Wirklichkeit bezeichnen, ohne die der Mensch als Mensch nicht denkbar wäre. Ohne seine Seele würde der Mensch ganz und gar im Gegenständlichen aufgehen, denn die Seele erhebt ihn erst in den Bereich des Lebendigen und vollends des Geistigen. Diese Erhebung über das bloß Dingliche hinaus ist freilich keine Fähigkeit oder Kraft, die einer bloß aus der Welt als solcher hervorgehenden Sache zukommen könnte. Wäre die Seele nicht das Gestaltprinzip des Menschen von Gott unmittelbar erschaffen, sodass sie in sich alle von Gott gegebenen Seinsqualitäten versammelt hält, gäbe es keinerlei Wahrheit und Geistigkeit für den Menschen, denn es gibt keinen Geist von unten her.
Die Seele ist von so hohem Seinsrang, dass Platon so weit gehen kann, sie als ein in gewisser Weise an und für sich Seiendes zu charakterisieren. Ist sie doch eine Verbindung von Teilbarem und Unteilbarem. Entsprechend kann Platon weiter von der Seele sagen, die Seele vermittelt Himmel und Welt. Die Seele ist jene Bewegung, die sich selbst zu bewegen vermag. Und sie ist, das Älteste von allem, der Anfang der Bewegung. Platon meint hier mit Bewegung nicht nur die Fähigkeit zu laufen, sondern noch viel grundsätzlicher die Tatsache, dass alles Endliche einer Veränderung, einem Werden unterworfen und fähig ist. Während das Ewige das Unveränderliche ist, ist mit der Zeit erst die Veränderung und ein Sonderfall von dieser die Bewegung gegeben. Das Himmlische, das ganz bei sich ist, braucht in kein Werden einzugehen, da es ja alle Wirklichkeit schon ganz in sich versammelt hält, was seine Vollkommenheit ausmacht. Wenn Platon sagt, dass die Seele das Prinzip der Bewegung ist, dann nimmt er die Seele in jenen heiligen Bereich mit hinein, der über alle endliche, veränderliche und zeitliche Erscheinungswelt erhaben ist. Die von Platon über das Wesen der Seele gesagten Dinge haben die Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte, wie später die scholastischen Philosophen, gesammelt, aber nicht ohne sie mit christlichen Inhalten zu vertiefen und zu bereichern. Näherhin haben die christlichen Denker der Lehre von der Seele eine durch und durch personale Ausprägung gegeben, da sie von der Offenbarung beschenkt, in der menschlichen Person die Züge und Charakteristiken des dreifaltigen Gottes wie im Abbild wiederfanden. Da die menschliche Seele solcher Art von der Wirklichkeit Gottes angesprochen ist und weil sie in der Gnade am innertrinitarischen Leben Gottes teilnimmt, fanden die Theologen in der menschlichen Seele nicht nur natürliche Qualitäten. Sie konnten darüber hinaus auch das gnadenhafte Leben der Seele beschreiben, also jene Wirklichkeit der Seele, wo Gott die Seele in den innertrinitarischen Dialog erhoben und aufgenommen sein lässt. Die menschliche Seele hat eine Tiefe, aber auch eine Höhe. Die eine Seele, die ohne Gnade wäre, nie hätte, sodass sie Gott in ihrem Grunde zu finden vermag. Entsprechend die menschliche Vernunft, auch sie kann uns bis an jenen Bereich heranführen, an dem Gott sich uns, wenn auch nur im Abbild, zu erkennen gibt. Der eigentliche menschliche Intellekt, zugleich das höchste Vermögen seiner Seele, ist der Intellectus Possibilis, wie ihn die Scholastiker nannten, die empfangende Vernunft. Diese aber hat als ihren eigentlichen Gegenstand und als ihr wahres Gegenüber den Intellectus Agens, die reine aus sich wirkende Wahrheitskraft des Seins, die aus Gott urbildlich hervorgegangen ist. Die menschliche Vernunft ist also gerade dadurch zu charakterisieren, dass sie die göttliche Vernunft als die eigentlich aktive, wirkende Vernunft in sich aufnehmen kann. Die Seele wird in ihrem höchsten Vermögen in der geistigen Tätigkeit zu dem, worauf sie sich einlässt. Die Seele hat also das Vermögen, den Zuspruch des Wortes, das von Anfang der Zeiten an die Welt gegangen ist, in sich zur Auswirkung kommen lassen. Das Supremum Animae, die Höhe der Seele, ist die Ratio Superior Ordinata in Suum Superius Deum Silicet Cuius Imago est. Das heißt, die höhere Geistigkeit ist auf das hin ausgerichtet, dessen Bild sie ist, Gott nämlich. Der menschliche Geist und mit ihm die menschliche Seele verlangt nach der Wahrheit, von der her er des Wortes mächtig ist.
Darin leuchtet das Sein selbst auf, sodass der Seele der Weg offen ist zu aller Wirklichkeit. Denn das Wort ist Geist, nicht nur ein äußerliches Zeichen für die Dinge. Nicht das Wort ist Abbild des Dinges, sondern dem zuvor, das Ding ist Abbild des Wortes. Auch die Welt des Menschen ist eine wohnhafte. So betrachtet ist die Seele jenes Gefäß, in das Gott die Geschenke der Gnade einzugießen gewillt ist. Die Etymologie des Wortes Seele ist im Deutschen ungeklärt. Die ontologischen Verhältnisse sprechen dafür, dass die Seele als der Empfängnisraum der Wirklichkeit und ihres worthaften Grundes zu gelten hat. Dementsprechend würde sich eine Herleitung des Wortes Seele aus dem mittelhochdeutschen und althochdeutschen Saal, was so viel wie Herberge, Halle, Saal bedeutet, anbieten. Damit verwandt zu sein scheint das Wort Saale, was so viel wie die rechtliche Übereignung von etwas besagt. Eine andere, vielleicht damit sogar zusammenhängende Ableitung wäre diejenige, dass die Seele von jenem Saal herkommt, dass wir in etwa den Worten Rinnsal und Schicksal heute noch kennen. Dieses Saal bezeichnet den Ort des Zusammenkommens bzw. des Zumstehenkommens dessen, was sich zuspricht, sowie das deutsche Wort Schüssel, die Schüttsaal meint, die Saal des Geschütteten, also das Gefäß zur Ansammlung einer Flüssigkeit oder loser Brocken, Körner oder Stücke. Wie auch immer dem sei, das urbildliche Wort ist als Finalursache der Grund der Seele, sodass mit der natürlichen Vollendung, die der Seele möglich ist, der Übergang in ihre gnadenhafte Vollendung beginnen kann.